So sieht sie aus, die schöne neue Welt, wie Amazon sie sich vorstellt. Alexa, die künstliche Intelligenz, soll von Kindesbeinen an so selbstverständlich werden wie Google, das zum Synonym für die Suche im Internet geworden ist. Harmlos, unschuldig, ein digitaler Spielkamerad mit dem Wissen der ganzen Welt, so Amazon. Lernwissenschaftler haben jede Menge Fragen, wie Amazon welche Inhalte altersgerecht anbieten will. Dazu müsste Amazon recht genau wissen, mit wem es Alexa gerade zu tun hat. Was immer sie von Kindern erwarten, es muss ihrem Entwicklungsstand entsprechen. Und Kinder von 5 bis 12 zum Beispiel verändern sich enorm in Bezug auf das, was sie können und was nicht. Fragen, wo die Babys herkommen, ob es den Weihnachtsmann wirklich gibt oder wer Stormy Daniels sei, soll Alexa nicht oder nur ausweichend beantworten. Grundsätzlich gilt, je mehr Alexa weiß, desto altersgerechter und personalisierter könnte Amazon also mit den Kindern interagieren. Für diese Personalisierung müssen sie jede Menge Daten sammeln und sie müssen Profile von Kindern anlegen. Also, ich denke, es gibt eine Menge unbeantworteter Fragen. Für Branchenkenner ist klar, die Marketing-Schlacht um die Kunden der Zukunft beginnt schon lange in den Kinderzimmern. Alexa soll so selbstverständlich werden, mitsamt Link zum Online-Shop. Okay.